liebe Kolleginnen und Kollegen, Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte, liebe Mitdemonstrierende. Mein Name ist Jana Rauscheid. Ich bin von der Berliner Charité, an der wir bis vor kurzem 11 Tage lang für mehr Krankenhauspersonal und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt haben. Ich freue mich sehr über die Einladung der SAP, durch die ich heute an dieser großartigen Demonstration teilnehmen darf. Ich hörte, dass bei euch der Pflegeschlüssel von 1 zu 6 durch die zusätzliche Übernahme vieler ärztlicher Tätigkeiten den Arbeitsdruck deutlich erhöht. Ich hörte, dass die fehlende Nachbesetzung von Dauerkranken keine ausreichende Patientenversorgung gewährleistet. Ich hörte, dass die Überstunden ansteigen und dass die PPR bei weitem nicht mehr das widerspiegelt, was ihr eigentlich leistet. Eure Forderungen nach 30% mehr Personal und 30% mehr Gehalt sind Forderungen nach Wertschätzung für Krankenhausbeschäftigte, Patienten und für Angehörige. Wertschätzung bedeutet nicht nur einen feuchten Händedruck. Wertschätzung bedeutet mehr Geld. In Deutschland hat die Gewerkschaft Verdi vor einigen Monaten eine Umfrage gestartet und festgestellt, dass deutschlandweit 162.000 Krankenhausbeschäftigte fehlen. 162.000, die fehlen, um Patienten zu helfen, in Würde ihrer Krankheit entgegenzutreten und zu genesen. 162.000, die fehlen, um einen reibungslosen Ablauf in Therapieverfahren während des Aufenthaltes zu gewährleisten. 162.000, die fehlen, um ängstlichen und verzweifelten Menschen in Lebenskrisen eine Perspektive zu geben. 162.000, eine Zahl, vor der die deutsche Bundesregierung die Augen verschließt. Aber wir haben unsere Augen geöffnet. Wir haben unsere Augen geöffnet, während die Gewerkschaftsspitze noch auf die gesetzliche Mindestpersonalbemessung wartet. Die Verdi-Betriebsgruppe der Charité und die Beschäftigten haben die Augen geöffnet und gesehen, dass wir mehr erreichen können und müssen. Wir als Charité-Kolleginnen und Kollegen kämpfen für eine tariflich geregelte Mindestpersonalbemessung. Wir zeigen der Bundesregierung, dass wir nicht warten, sondern Druck machen und kämpfen wollen. Wir kämpfen für uns, für unsere Patienten und für Angehörige. Wir haben unsere Augen geöffnet und haben deutschlandweit ersten Arbeitskampf für mehr Personal im Krankenhaus begonnen. 3 Jahre lang mussten wir viele Steine aus dem Weg räumen, die uns unter anderem der Arbeitgeber in den Weg gelegt hat. Wir mussten sie wegräumen, um den ersten Krankenhausstreik für mehr Personal möglich machen zu können. Im Frühjahr 2015 haben sich 96% der Gewerkschaft an der Charité für den Arbeitskampf ausgesprochen. 1.200 Betten haben wir gesperrt, 20 Stationen haben wir geschlossen, ein Drittel der Charité haben wir lahmgelegt, um auf die Straße zu gehen und zu zeigen, dass wir etwas tun können. Oh. 11 Tage lang haben wir gestreikt unter dem Motto: Mehr von uns! Stand die Berliner Bevölkerung hinter uns. 11 Tage lang haben wir im Interesse der Mitmenschen die Arbeit niedergelegt, um eine menschenwürdige Patientenversorgung zu gewährleisten. Ein Schlüssel von 1 zu 5 in der Normalpflege, in der Intensivpflege 1 zu 2 und kein Nachtdienst mehr alleine sind Ziele, die jeden in der Bundesrepublik Deutschland etwas angehen. Derzeit liegt der Betreuungsschlüssel auf Normalstationen bei etwa 1 zu 10, auf Intensivstationen 1 zu 4. Und auf vielen Stationen ist ein Nachtdienst alleine für mehr als 25 Patienten verantwortlich. Das ist der Normalzustand. Wer denkt, dass ein Streik
für den Betten und Stationen geräumt wurden, die Patienten gefährdet, der denkt falsch. Nicht der Streik gefährdet die Patienten, sondern der Normalzustand tut es. Zweimal hat unser Arbeitgeber versucht, unseren Streik durch einen Gerichtsbeschluss zu beenden. Doch die Justiz hat unter dem Druck der öffentlichen Meinung entschieden. Wir durften weiter streiken, denn selbst der Richter musste feststellen, dass, ich zitiere, die unternehmerische Freiheit dort endet, wo der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter anfängt. Mithilfe des Bündnisses der Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus haben wir über eine Woche lang der Öffentlichkeit unsere Arbeitsbedingungen und unsere Forderungen offengelegt. Wir haben Flashmobs organisiert, Flugblätter verteilt und demonstriert. Hunderte Bürgerinnen und Bürger sind gemeinsam mit uns auf die Straße gegangen, um sich solidarisch zu zeigen mit den Arbeitern, die für ihre Würde und Gesundheit kämpfen. Der Arbeitgeber macht uns Angebote zur Verbesserung des Personalschlüssels auf den Intensivstationen, zu einer Verbesserung der PPR-Auswertung und somit zu einer Verbesserung der Personaldichte in vielen Bereichen. Aber das ist erst der Anfang. Leider ist die Charité kein Einzelfall. Deutschlandweit, europaweit müssen Kolleginnen und Kollegen unter widrigen Arbeitsbedingungen ihren Dienst leisten und ihren Berufsethos der Profitgier der Klinikbetreiber opfern. Das Gesundheitssystem im Kapitalismus macht krank. Nicht nur die Patientinnen, sondern auch uns Pflegekräfte. Ich bin der Meinung, dass Profitmaximierung und Neoliberalismus im Gesundheitssystem nichts zu suchen haben. Weg mit den Fallpauschalen, weg mit der Zweiklassenmedizin für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung. Das ist auch angesichts der dringenden gesundheitlichen Versorgung von Flüchtlingen nötig. Es ist toll, dass so viele Pflegekräfte nach Feierabend ehrenamtlich helfen wollen, aber wir brauchen mehr Personal, auch in diesen Bereichen. Wir sind zu viele, um übersehen zu werden. Wir sind zu laut, um überhört zu werden. Und wir sind zu stark, um übergangen zu werden. Die Charité soll auch kämpferisch kein Einzelfall bleiben. Wenn sich alle Krankenhausbeschäftigten zusammentun, sich organisieren und gemeinsam aufstehen, können wir etwas bewegen. Unser Beispiel zeigt, dass ein Aufschrei viele andere wachrüttelt. Der Streik an der Charité hat die Bundesrepublik Deutschland aus dem Schlaf gerissen. In vielen Kliniken gehen aktive Gewerkschafter in die Diskussion, ob der Arbeitskampf aufgenommen werden soll, ob man dem Beispiel der Charité folgen soll. Kliniken deutschlandweit starten Flashmobs, kleinere Demonstrationen und fangen an, sich zu organisieren. Wir müssen gemeinsam gegen die Ausbeutung der an kapitalistischen Werten orientierten Klinikkonzerne und ihre Spardiktate gegen Pflegekräfte, Ärzte und Patienten ankämpfen. Wer mehr dazu erfahren möchte, kommt bitte morgen zu einer kleinen Infoveranstaltung, bei der ich noch mal ein bisschen was zum Streik erzähle. Die Flyer werden gerade im Publikum verteilt, hoffe ich. Um es noch mal abschließend mit den Worten von James Larkin, der in unserem Streik viel zitiert wurde, zu sagen. Die Mächtigen erscheinen nur groß, weil wir auf unseren Knien sind. Lasst uns aufstehen! Wir an der Charité sind aufgestanden. Lasst uns alle gemeinsam aufstehen. In Österreich, in Deutschland, in Griechenland, überall auf der Welt.